Am 29. Spieltag spitzt sich der Abstiegskampf weiter zu. Und auch an der Tabellenspitze erleben wir die ein oder andere Überraschung. Eintracht-Verfolger Gießen will den Druck auf die Tabellenspitze aufrechterhalten und empfängt den 9. SV Steinbach, der zuletzt zweimal nicht gewonnen hat. Trotz schwieriger Platzverhältnisse können die Favoriten in Rot auf einem durchnässten Rasen von Beginn an ihre spielerische Überlegenheit ausspielen. Bial unpräzise, Wural auf Meingart, 1-0 Gießen. Der marokkanische Mittelfeldmann mit seinem 9. Saisontor. Eine gute Viertelstunde später macht Gießen wieder Tempo. Pekersen allein auf weiter Flur, verwandelt ins kurze Eck. Mit 2-0 geht es in die Pause. Steinbach-Coach Paul Jatka unzufrieden bringt zur Pause ganze 4 neue Spieler. Die Wechsel zeigen Wirkung. Sein Team zeigt jetzt ein anderes Gesicht. 56. Minute, der eingewechselte Wittke tanzt Abdelghany aus. Zunächst geblockt, Versuch 2 kommt zu Halimi, nur noch 2-1. Der Mittelstürmer, ebenfalls eingewechselt, bringt den SVS zurück ins Spiel. Nur 6 Minuten später stürmen die Gäste schon wieder. Wieder Wittke, Doppelpass mit Wiegand. Halimi täuscht an und Halimi findet die Lücke. Technisch ist das ganz fein vom 20-jährigen Stürmertalent. Homan Halimi steht mit seinem Doppelpack jetzt bei 10 Saisontoren und er erspielt dem SVS einen Auswärtspunkt. Der ist für den SV Steinbach nach einer klaren Leistungssteigerung in Durchgang 2 verdient. Für Gießen ist es ein herber Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft. Gegensätzlich geht es in der Tabelle auch beim Spiel Hadamar gegen Hanau zu. Der Vorletzte empfängt den Tabellenfünften. Ecke für Hanau in Weiß. Bejic rutscht weg und Hadamar befreit sich. Kovjenic ebenfalls unglücklich, Hadamar kann jetzt kontern. Zuawi gegen Ünal, Zuawi gegen Juricic, der Vorletzte führt. Dank zweier Hanauer Stolperer und dem blitzschnellen Mohamed Zuawi. Die zweite Hälfte startet Hadamar in Unterzahl, da Kosuchin kurz vor der Pause mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wird. Erneut ein Eckball für Hanau. Bijic köpft ein, der Tabellenfünfte gleicht aus. Die 93er machen jetzt weiter Druck, doch wieder kann Hadamar kontern. Koch? Auf Zuawi! Wo kommt der denn wieder her? Auch nach 79 Minuten sprintet Zuawi schneller als alle anderen. Mit seinem Doppelpack sorgt der offensive Mittelfeldspieler für den Heimsieg in Unterzahl. Ein extrem wichtiger im Abstiegskampf. So einen wichtigen Dreier würde auch unter Flockenbach gerne holen. Hadamar ist jetzt nämlich mit dem SVU gleichgezogen. Sicher keine leichte Aufgabe gegen den 6. Alzenau, der punktgleich mit Hanau ist. Zunächst stürmt der FCB. Ulpins kann Seikel nur noch durch ein Foul stoppen. Strafstoß für die Bayern. Bati tritt an. Schütz pariert. Der Keeper mit einem starken Reflex verhindert den Rückstand. Alzenau wenig später mit einem Fehler im Spielaufbau. Die Flockies schalten um. Greidia hämmert den rein zum 1-0. Der Außenseiter führt. In der zweiten Hälfte stürmen die Flockies weiter. Kamuf zieht ab und der passt. Großer Jubel, denn es ist das erste Saisontor des Rechtsverteidigers. Bei so einem schönen Schuss sage ich gerne ein paar mehr davon.
Alzenau heute von der Rolle und die Flockies trotz 2-Tore-Führung weiter aggressiv. Erzwingen den Fehlpass. Schneider auf Kamuf. Alzenau kriegt den raus, aber eben auch nicht so richtig. Hebling mit dem 3:0. Was ist denn bitte an diesem Spieltag los? Nach Steinbach und Hadamar gelingt auch unter Flockenbach die nächste große Überraschung. Komplett souverän gewinnen die Flockies gegen den ehemaligen Regionalligisten und sammeln ebenfalls wichtige Punkte im Abstiegskampf. An dem sind auch noch Erlensee und Dietkirchen beteiligt. Auch wenn beide Teams sich durch die Erfolge der letzten Wochen in eine bessere Ausgangslage bringen konnten. Zweite Hälfte, schnelle Freistoßausführung, TuS in Rot. Nickmann, Cicciatelli am langen Pfosten mit der Gästeführung. 83. Minute, Freistoß, Erlensee. Laux im Tor mit einer Wahnsinnsflugshow. Doch dann ist der Ball über der Linie und es ist ein Eigentor. Lukas Hautzel trifft bei seinem Klärungsversuch den Ball nicht richtig. Das Spiel endet unentschieden und beide Teams setzen ihre Serie fort. Dietkirchen bleibt im 5. und Erlensee bereits im 8. Spiel in Folge ungeschlagen. Auch Neuhof punktet seit der Winterpause regelmäßig im Tabellenkeller, während Waldgirmes mit nur einem Sieg seit dem Wiederanfang immer weiter unten reinrutscht. In einem hart umkämpften Spiel, in dem es für beide um sehr viel geht, bekommt Neuhof in Weiß eine Ecke in der 61. Minute. Waldgirmes klärt zunächst, doch Ikempinompa erobert den Ball zurück. Janes auf das Knie von Aikboje. Ein klassisches Thomas-Müller-Tor vom Winterneuzugang von Dynamo Schwerin. Neuhof gewinnt mit 1:0 und der Abstiegskampf in der Lotto-Hessenliga spitzt sich immer weiter zu. Auch der SC Waldgirmes muss jetzt wieder gewaltig zittern. Bei Weidenhausen ist auswärts meist der Wurm drin. Nach zuletzt 3 Heimsiegen konnten die Adler in der Ferne schon seit 11 Spielen nicht mehr gewinnen. In Stadt Allendorf steht bis in die 55. Minute die Null. In der gibt es einen Freistoß für die Gastgeber in Weiß. Getreten durch Philips. Wassmann kann den nicht festhalten und William staubt ab. Wieder liegen die Adler auf fremdem Platz zurück. Weidenhausen jetzt mit einer starken Phase erspielt sich einen Eckball. Stadt Allendorf befreit sich und Williams macht Tempo. Preisig. Auf Häuser 2:0. Stadt Allendorf erstickt das Aufbäumen der Adler im Keim und spielt jetzt nochmal befreit auf. Ecke in der 82. Preisig per Aufsetzer zum 3:0. Vermutlich nicht so geplant, aber mit einer schönen Flugkurve. Weidenhausen kann auch im 12. Auswärtsspiel in Serie nicht punkten, Stadt Allendorf hingegen mit dem 3. Heimsieg in Folge. Friedberg konnte den Sieg über Spitzenreiter Frankfurt nicht vergolden und hat letzte Woche in Eddersheim mit 3:2 verloren. Heute gastiert Baunatal aus dem Tabellenmittelfeld. Die Baunis in Weiß erobern nach einem Friedberger Freistoß den Ball. Chakmak. Aus der Distanz. Torhüter Koop extrem unglücklich. Der Ball kullert ihm durch die Beine. 1:0 Baunatal. In einem hitzigen und körperbetonten Spiel presst Friedberg aggressiv. Türkgücü lässt Baunatal nicht hinten raus. Und er kämpft sich den Ball. Regic per Kopf zum Ausgleich.
Der Kroate mit seinem 20. Saisontor zieht damit mit seinem Teamkollegen und ligaweiten Top-Torjäger Noam Michel gleich. Beide Teams erspielen sich in der Folge noch weitere gute Chancen, doch es bleibt beim 1:1. Friedberg mit dem Eintracht Blues wieder ohne Sieg, versäumt es im Aufstiegsrennen nachzulegen. Baunatal nimmt den Auswärtspunkt beim Tabellendritten gerne mit. Fernwald würde jetzt mit einem Sieg an Friedberg vorbei auf Platz 3 ziehen. Doch zunächst stürmt die Viktoria in Blau. Kombiniert sich mit schnellen Pässen vors Tor. Rojo. Auf Aslan. Nach nicht einmal 4 Minuten führt die Viktoria. Vorlagengeber Cameron Rojo kam in der Winterpause vom FC Eddersheim. Der ehemalige U16-Nationalspieler mit seinem ersten Assist für die Viktoria. In der Schlussphase muss Fernwald alles nach vorne werfen. Bender. Was ein Strahl zum Ausgleich. Erst letzte Woche hat der Linksverteidiger sein erstes Saisontor und gleichzeitig das Tor des Tages erzielt. Sein zweiter Streich hat das Potenzial, das zu wiederholen. 89. Minute, Ecke Fernwald. Hindrich dreht in letzter Minute das Spiel. Griesheim kann nicht mehr ausgleichen und verliert in der Nachspielzeit auch noch Oriana, der die Ampelkarte sieht. Fernwald gewinnt mit 2:1 und klettert in der Tabelle auf Platz 3. Gelingt der Eintracht die Revanche fürs Hinspiel? Im September hat die Glibo-Elf mit 3:4 gegen RB Waldorf verloren. Heute gelingt der Eintracht in Schwarz zumindest schon mal der bessere Start. Nach einem Waldorfer Einwurf erobert sich die U21 den Ball. Ferry zündet den Turbo und schließt eiskalt ab. Das 18-jährige Stürmertalent knüpft genau da an, wo er letzte Woche mit seinem Hattrick gegen Steinbach aufgehört hat. In einer hart umkämpften ersten Halbzeit kommt es zu keinen weiteren großen Chancen. Mit 1:0 geht's in die Pause. In der zweiten Hälfte drückt RW auf den Ausgleich. Gebur bringt El Hadoudi zu Fall. Elfmeter für Waldorf. Mattheisen gegen Bignetti. Der Keeper hat die Ecke. Das 18-jährige Torwarttalent Bärenstark hält die Eintracht im Spiel. 88. Minute Freistoß Eintracht, getreten von Wachs. Latte, wenig auf Ferry. Volley zum 2:0. Nacho Ferry macht den Deckel drauf und erzielt sein 20. Saisontor. Die Eintracht bekommt ihre Revanche fürs Hinspiel und setzt sich von ihren Verfolgern Gießen und Friedberg weiter ab. Wir schließen die Torshow mit dem Gastspiel des 12. Eddersheim bei Schlusslicht Steinbach 2. Die Gäste in Schwarz geben direkt Gas. Schmidt auf Kohlbacher. Eddersheim führt nach 16 Minuten. Nils Kohlbacher knüpft an seinen Doppelpack im Comeback gegen Friedberg an. 20 Minuten später, der FCE kommt mit einem langen Ball durch Keeper Zeiter. Schmidt mit dem Außenriss auf Scholl. Wieder Schmidt. Kummer zieht ab. Und der passt. Mit 2:0 geht's in die Pause. Die Gastgeber kommen jetzt besser aus der Kabine. Bedenbender. Eddersheim kann sich nicht befreien. Der Ball landet bei Schneider, der zum Anschluss trifft. Nur noch 2:1. Es geht auf und ab. Jetzt wieder Eddersheim. Scholl.
wird abgegrätscht. So ungestüm darfst du an der Stelle nicht hingehen. Ein leichtfertiger Elfmeter. Rottenau tritt an. Der Stürmer verlädt Torhüter Tramontana und stellt den alten 2-Tore-Abstand wieder her. Nur eine Minute später kommt Eddersheim mit einem langen Ball. Tramontana springt am Ball vorbei. Freies Netz für Scholl. 4:1. 81. Minute, Freistoß Steinbach. Wieder kriegt Eddersheim den Ball nicht raus. Reuter geblockt. Hartmann per Kopf zum 2:4. Nur Ergebniskosmetik. Oder etwa doch nicht? Denn 2 Minuten später stürmt wieder Steinbach. Wo ist der Ball? Der Ball ist bei Schneider. Nur noch 3:4. 90. Minute, Zieiter mit dem Abschlag hoch und weit, Hauptsache weg vom eigenen Tor. Eddersheim macht den fest und Pessel macht den Deckel drauf. Ein 8-Tore-Spektakel wird am Ende nochmal echt spannend, doch Eddersheim bringt die zwischenzeitliche 3-Tore-Führung ins Ziel. Der FCE sichert sich den Platz im Mittelfeld und die Steinbacher Abstiegssorgen werden immer größer. Wir schauen nochmal auf die Ergebnisse des 29. Spieltags. Unter Flockenbach, Hadamar und Neuhof feiern wichtige Siege im Tabellenkeller. Der FC Gießen lässt gegen den SV Steinbach federn. Frankfurt erhöht damit den Vorsprung an der Spitze auf 8 Punkte. Gießen hat jedoch 2 Spiele weniger absolviert. Fernwald zieht an Friedberg vorbei auf Platz 3. Stadt Allendorf macht einen großen Sprung von Platz 8 auf Platz 5. In der zweiten Tabellenhälfte spitzt sich der Abstiegskampf weiter zu. Waldgirmes bleibt auf dem Relegationsplatz, dicht gefolgt vom TuS Dietkirchen. Weidenhausen, Unterflockenbach und Neuhof sind punktgleich. Steinbach bleibt abgeschlagen auf der 20. Den Titel Top-Torjäger teilen sich nach diesem Spieltag gleich 4 Akteure. Erben, Michel, Ferri und Reljic mit jeweils 20 Toren. Bereits am Karfreitag erwartet euch die nächste Torshow mit allen Spielen des Gründonnerstags. Bis dann!